Wie wird man ein versierter Blasmusikant? Na, da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Eine der besten davon ist der Besuch des Jungbläserseminars des Salzburger Blasmusikverbandes. Da gibt es nicht nur Unterricht am Instrument selbst, sondern auch Gehörbildung, Dirigieren, Bodypercussion oder Instrumentenpflege. RTS hat sich dieses Jungbläserseminar genauer angesehen. Genau genommen fand nicht nur das Jungbläserseminar in Elixhausen statt, sondern jede Menge Jungmusikerseminare. Zu denen strömen in den ersten drei Ferienwochen rund 250 Kinder. Bereits in den 1960er Jahren hat das Erfolgsformat seine Ursprünge. Also dieses aktuelle Seminar jetzt ist das 149. Und das ist eigentlich in Salzburg wirklich eine Institution. Und das kann man sicher sagen, das ist eine Kaderschmiede für den Blasmusikverband. Und fast alle Jungmusiker kommen irgendwann einmal daher. Ein Programmschwerpunkt ist der Gruppenunterricht am Instrument. Viele der Kinder stehen kurz vorm bronzenen Leistungsabzeichen. Das braucht man, um in eine Musikkapelle einzutreten. Also ich bin dabei, dass ich bald einmal bei der Musikkapelle mitspielen kann. Und es ist wichtig, weil die Tuba ist schon sehr alt und wir suchen einen Sponsor für eine neue. Und das ist jetzt sehr gut, dass wir finden, also schauen, ob wir einen Sponsor finden. Und damit auch ein paar Leute mal sehen, wie gut ich überhaupt spiele. Andere spielen bereits in einer Kapelle, wollen aber immer besser werden. Es gibt manche Stellen in Stücke, die sehr schwer zu spielen sind, weil sie viele Vorzeichen haben oder weil der Rhythmus recht schwer ist. Und da braucht man dann halt Hilfe, um die zu perfektionieren. Vormittags unterrichtet Christina Eberl im Trompetenensemble. Jetzt steht aber Rhythmusschulung am Programm. Es ist ganz wichtig, dass die Kinder auch einen Einblick in die Rhythmusschulung auch bekommen. Und vor allem Body Percussion, ich meine, wir haben so viele Körperstellen, die anders klingen, dass man das auch mal kennenlernt. Es sind zwar nur 5 Tage, aber man kann in den 5 Tagen kann man so viel aussuchen, man kann einem echt so viel beibringen. Und es ist einfach schön. Das Engagement, was du als Lehrer jeden Tag siehst, von Montag, wo sie noch schüchtern sind, bis dann von Tag zu Tag werden sie einfach immer motivierter. Die grinsen, die lachen, man spielen. Und das ist einfach, glaube ich, finde ich schön an der Musik. Ein weiterer Fokus liegt am gemeinsamen Musizieren im Jugendorchester. Ein wichtiges Element fehlt uns aber noch aus der Musik. Singen, auch ein Chor, es gibt einen eigenen Kurschor eben. Dann gibt es heute Nachmittag zum Beispiel eine Schnitzeljagd, eine musikalische. Und am Abend gibt es einen Grillabend, dann gibt es einmal eine Marschierprobe, eine oder zwei, das ist ein bisschen unterschiedlich vor die Wochen her. Aber es ist eben rund um die Uhr eigentlich immer eine gute Betreuung. Ja, beim Stichwort gute Betreuung werden wohl viele Eltern in den Ferien hellhörig. Die Kinder werden übrigens auch verköstigt und können übernachten.